einem Mädchen, mein Kind, ich bin dir gut. Wenn du mir einen Kuss schenkst, schenk ich dir einen Hut. Da sprach das süße Mädel, wenn mir ein Mann gefällt, dann will ich keinen Hut von ihm behalten, doch dein Geld. Ist das nicht wundervoll, ist das nicht wundervoll, das ist in unserer Zeit noch so was. An einem schönen Morgen, da klingelt's an der Tür. Ich dachte, es wäre der Bäcker, es war der Gerichtsvollzieher. Er suchte in der Wohnung und sprach nach kurzer Zeit: Hier haben Sie 20 Mark, mein Herr, Sie tun mir schrecklich leid. Ist das nicht wundervoll, ist das nicht wundervoll, das ist in unserer Zeit noch sowas wie. Ich zahle meine Steuern nun schon so manches Jahr. Doch was mir heute passiert ist, das klingt, als wär's nicht wahr. Es kam der Geldbriefträger und rief erschüttert aus: Ich bringe vom Finanzamt Geld, Sie kriegen noch was raus. Ist das nicht wundervoll, ist das nicht wundervoll, das ist in unserer Zeit noch sowas. Die hochmodernen Damen, die tragen eine Frisur, die Windstoß heißt mit Namen, ein Wunder der Kultur. Die Sache mit dem Windstoß hat, glaube ich, wenig Zweck. Denn wenn der kleinste Windstoß kommt, dann ist der Windstoß weg. Ist das nicht wundervoll? Ist das nicht wundervoll? Das ist in unserer Zeit noch sowas. Der Emil und das Klärchen, die standen sich so nah. Und nach einem halben Jährchen, da war das Unglück da. Sie rief: Du bist der Vater. Da sagte er geschwind: Ich glaub noch an den Klapperstorch, drum zahl ich nicht fürs Kind. Ist das nicht wundervoll, ist das nicht wundervoll, dass es in unserer Zeit noch sowas gibt.